Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und heute haben wir was ganz Besonderes für Sie und bitte bleiben Sie dran. Es ist so bedeutsam, dass wir etwas machen können zu Hause, das unserer Gesundheit extremst dient. Und zwar nicht, dass jemand anders etwas macht für Sie, sondern dass Sie selber für sich machen können. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und meine zwei Gäste, die heute da sind, sind der Stefan Wagner und Andreas Wacker. Ganz herzlich willkommen, ihr zwei. Ich kann jetzt schon sagen, ich bin ein großer Fan von euch, denn ihr habt mir was mitgebracht, das steht hier unten. Über dieses Thema reden wir heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es geht nämlich darum, wir können in 10.000 Schritte machen in 8 Minuten. Ja, und da erzähl mal bitte, du bist der Entwickler, du hast aber auch der Vorgänger dieses Gerätes schon entwickelt. Ja. Das, was ich zu Hause habe, gell? Ja. War auch schön, ganz schön, eine große geniale Sache. Damals, ja, war die allererste Maschine. Wir hatten sie Vibrationsgerät genannt, ja, weil die über eine Wippe funktioniert hat. Die ganze Entwicklung war eben gedacht zur Prävention bzw. zur Therapie im Osteoporosebereich. Ja, das war die erste ursprüngliche Idee, die daraus entstand. Ja. Wir hatten früher Computertomographe entwickelt, um am Vorabend noch Dichte zu messen. Das war ein Auftrag von verschiedenen Universitäten in Deutschland. Ja. Und dann wollten wir natürlich mehr wissen, was kann man tun, nicht nur messen, vielleicht auch therapieren. Sagt man diesem Gerät heute noch Vibrationsplatte? Nein, also Vibrationsplatte ist so ein Überbegriff. Aber tatsächlich, Vibration ist für den menschlichen Körper nicht unbedingt dienlich. Wir brauchen Schwingung. Der Körper, unsere Zellen schwingen, unsere Atmung schwingt, unser Herz schwingt, und zwar immer mit Sinuswellen. Mhm. Alles, was in unserem Körper in Bewegung läuft, sind Schwingungen im Sinuswellebereich, und diese Sinuswellen sind für den menschlichen Körper nicht störend. Was heißt Sinuswelle? Das ist eine harmonische Welle, die in der Physik als dargestellt wird als harmonische Schwingung. Das ist eine und eine Schwingung sind eben ein Herz. Das heißt, ein Herz ist ein Bewegungszyklus pro Sekunde. Mhm. Wir können hier mit 5 bis 28 Hertz schwingen. Das heißt, dann dein Eingehen auf die 10.000 Schritte pro 8 Minuten läuft natürlich nur bei einer bestimmten Frequenz. Ja. Circa 17 bis 18 Hertz. Ja. Dann hast du eben in 8 Minuten etwa so 10.000 Schritte zurückgelegt. Geben wir noch was auf unsere Zuschauer rein. Ja. Die, die jetzt zu Hause sitzen. Wir haben alle vielleicht im Alter ein bisschen zu wenig Bewegung. Wir haben Rückenschmerzen, wir haben Knieprobleme. Ja. Wir haben Durchblutungsprobleme, vielleicht auch mal die eine oder andere Krampfader. Ja. Was macht dieses Gerät denn, wenn ich jetzt mich da drauf setze oder stelle? Je nachdem, in welcher Körperregion man benutzt, also wenn man sich draufstellt, wird natürlich von unten die Störungen auf den menschlichen Körper übertragen. Und der Körper reagiert sofort auf diese Störung. Jede Bewegung, die wir draußen ausführen, kann zu einer Störung führen. Denke mal bloß an der Trottoir, an der Kante von einem Trottoir oder in Feld und Flur, wenn unebener Boden ist, sind Störungen, die auf den menschlichen Körper einwirken. Und diese Störungen müssen sofort vom menschlichen Körper über das zentrale Nervensystem ausgeregelt werden, sodass wir nie in Schwierigkeiten kommen, unseren aufrechten Gang zu verlassen. Mhm. So, und diese Störungen, die wir erzeugen hier mit dieser Sinuswelle auf dem menschlichen Körper, hat deswegen die Funktion, möglichst viel Störungen auf den menschlichen Körper zu geben, damit er reagieren muss auf die Störungen, die wieder ausgleichen kann. Aha, ja, Regulation. Wir machen nur Regulation. Wir machen nichts anderes, als den menschlichen Körper stören. Aber ganz wichtig, nicht mit der Vibration, sondern mit einer Schwingung, mit einer Schwingungswelle, mit einer Sinuswelle, die eben schwingt, ohne physiologische negative Einflüsse zu haben. Mhm. Und wir haben hier auch den ganz wichtigen Vorteil hier noch, dass wir auf diese Platte, auf unsere Schwingungsplatte, nicht breitbeinig oder ganz eng stehen muss oder bestimmte Stellungen oder nur mit einem Bein drauf muss, sondern wir stehen da drauf, so wie wir designt sind, mit O-Beinen, mit X-Beinen, wie auch immer, können wir uns da drauf stellen. Wir haben Nullposition. Auf der Nullposition wird ganz, ganz wenig Schwingung nur in den Vorfuß gebracht. Das heißt, jeder, der auch immobilisiert ist, der möglicherweise auch Schwindelprobleme hat, kann sich da drauf stellen und sich ganz langsam an das Gerät gewöhnen. Und je weiter man nach vorne geht oder zurück, ändert sich dann die
die Amplitude, also die Höhe der Auslenkung. Das heißt, je weiter man nach vorne zu Maximalposition geht oder sogar könnte man mit den Fersen auf die Maximalposition stehen, dort hat man die allerhöchste Amplitude. Wird natürlich für den Anfang, für einen untrainierten Mensch sehr, sehr viel Schwierigkeiten bereitet. Mhm. Ich würde jedem empfehlen, zuerst einmal an der Nullposition Klar, zu beginnen. Natürlich. Ja, um einfach mal das auf sich wirken zu lassen. Und dann wirkt es, also das ohne Übertreibung, bei nahe 100% aller, die es ausprobieren, ob gesund oder krank, zuerst einmal positiv. Es gibt ein positives Durchblutungserlebnis, es gibt ein positives Erlebnis, weil Serotonin ausgeschüttet wird. So Glückshormone, die dann so nach 30 Sekunden beginnen, sich auszuschütten. Also auch ohne Therapieansatz für bestimmte Erkrankungen wirkt es positiv auf den menschlichen Körper. Also ich kann das zu Hause problemlos selber nutzen. Ja, ja. Ab jetzt ist es auch sehr groß verbreitet in den Bereich der Physiotherapeuten, yes, von Ärzten, die damit arbeiten, um Beweglichkeiten, Regeneration Richtig. Und wieder zu trainieren, oder? Ja. Ja, also im Prinzip, wir sagen immer, das sollte in jedem Haushalt stehen. Ja, ja, ich verstehe es. Es ist natürlich eine hochpreisige Geschichte, weil wir Wert legen auf, darf ich vielleicht auch im Schweizer Fernsehen so sagen, auf Made in Germany, also diese frühere, wichtige, für uns wichtige Komponente. Ja, Komponente, ist, ja, ganz wichtige Komponente, die man sagt, ist, das Gerät darf. Soll nicht defekt gehen, soll immer funktionieren, soll dem Anwender, egal ob zu Hause, beim Physiotherapeut oder beim Heilpraktiker oder auch in den Krankenhäusern, soll immer zur Verfügung stehen, weil das Werkzeug sehr, sehr wichtig ist, egal ob zur Prävention oder zur Therapie. Entschuldigen Sie bitte diese ganz kurze Unterbrechung, aber wir möchten Sie herzlich darum bitten, diesen Kanal auch zu abonnieren, indem Sie hier bitte klicken. Herzlichen Dank und viel Spaß weiterhin. Ja, und jetzt hast du mir vorne gerade noch im Vorfeld gesagt, du hast immer Rückenschmerzen gehabt, du hast Knieschmerzen gehabt und seit du da täglich drauf bist, ist es weg. Ja, ich muss sagen, ich selber bin der größte Fan. Ich mache es tatsächlich möglichst jeden Tag, weil einfach, ich war früher auch Fußballer, zwar kein Profifußballer, aber wie die meisten Fußballer, die haben alle nachher Knieprobleme. Mhm. Und ich habe gedacht, oh je, jetzt erwischt dich irgendwann mit Meniskusoperation oder was auch immer. Und seit ich das C-Wave benutze, habe ich das Problem nicht mehr. Das Gleiche mit Rückenschmerzen. Ich hatte immer große Probleme mit Rückenschmerzen. Und da man mit dem C-Wave wunderbar die Tiefenmuskulatur trainieren kann, ist natürlich mein Rücken viel stabiler geworden und ich habe auch wirklich keine Probleme mehr. Und deshalb bin ich selber eigentlich ein Top-Fan davon. Und es ist ja jetzt nicht nur einfach die Knie und der Rücken, es ist echt die ganze Muskulatur des ganzen Körpers, dass da ständig eigentlich in Stress gesetzt wird und gegenreguliert und diesbezüglich auch trainiert wird, oder? Ganz genau. Man kann wirklich sagen, dass man, also wenn ich zum Beispiel, ich gehe sehr gern walken, bevor ich walken gehe, stelle ich mich auf das Gerät, weil ich nachher wesentlich leichter laufe. Ich kann es nicht beschreiben, das ist einfach ein Gefühl. Man fühlt sich, wenn man vom Gerät runtergeht, als wenn man ein bisschen auf den Wolken läuft. Ja. Und das Gleiche mache ich auch nach dem Training. Und natürlich, ich habe viele Bekannte, die zum Beispiel im Sport tätig sind, die auch ein Gerät haben, die zum Beispiel als Verletzungsrisiko dadurch stark eindämmen, wenn sie vorher auf dem Gerät trainieren, weil halt die Muskulatur schon warm ist, der ganze Körper ist gut durchblutet. Ich persönlich muss sagen, dass es halt extrem hilft, schnell in Form zu kommen. Mhm. Ja. Und natürlich Koordination und Gleichgewicht, das merkst du, den Unterschied merkst du extrem. Ja. Eins der wichtigsten Komponenten für die Gesundheit ist so oder so Bewegung. Genau. Es braucht nicht wahnsinnig viel, aber es braucht sie. Und hier haben wir die Möglichkeit, das wenigstens zu Hause zu machen für die Leute, die nicht so oft rausgehen. Man wird immer steifer, man wird immer unflexibler und. Aber hier hat man zu Hause die Möglichkeit, das zu trainieren. Das ist das Problem vieler Menschen. Wir haben alle keine Zeit. Wir wollen auch nicht ins Fitnessstudio, da müssen wir uns umziehen, da müssen wir einen Parkplatz suchen, da müssen wir vielleicht warten, je nachdem. Und so ist es sehr praktisch, dass ich natürlich zu Hause mich eigentlich jeden Tag fit halten kann. Mhm. Und ab einem gewissen Alter ist es einfach, glaube ich, unumgänglich, dass man was tut. Und wir wissen ja inzwischen, wie wichtig es ist, dass wir unsere Muskulatur fit halten und das Sturzrisiko wesentlich geringer ist. Ja. In vielen Sportarten habe ich viel, viel mehr Leistung. Das ist einfach nachgewiesen. Ja.
Ich habe da eine E-Mail noch bekommen von Professor Dr. Kurt Diem von der Max-Grundig-Klinik. Er schreibt, dass er gerade bei Morbus Parkinson, bei Osteoporose oder nach Schlaganfall insbesondere eine Verbesserung der Beweglichkeit, Koordination, Muskelfunktion und Muskelaufbau beobachtet hat bei seinem Patienten. Mhm. Und das finde ich ein großer Begriff, vom Morbus Parkinson bis Osteoporose. Wie erklärt ihr euch das? Der Zusammenhang, das Zusammenspiel zwischen zentralem Nervensystem über die ganzen Nervenbahnen, die Synapsen, bis hin zu den Muskeln und wieder zurück, dieser Regelkreis, muss in sich sauber funktionieren und muss in sich auch an jeder Stelle in diesem Regelkreis ohne Störung funktionieren. Mhm. So, wenn wir natürlich mit so einem Gerät trainieren, können wir in diesem Regelkreis an jeder Stelle mit Störung darauf Einfluss nehmen. Ob nun über die Muskeltätigkeit als Rückführung ans zentrale Nervensystem Störungen aufzubringen oder von anderer Stelle, ist im Prinzip vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass wir diesen Regelkreis tatsächlich in Bewegung kriegen. Dadurch verbesserte Durchblutung, das ist überhaupt das A und O einem gesunden Körper ist. Wenn eine gute Durchblutung da ist, haben wir die Versorgung von Mineralien, Spurenelemente dauernd gegeben. Wir haben aber möglicherweise dann auch bei Regionen, die nicht vernünftig durchblutet werden, Mikrozirkulation, hervorragende Ergebnisse. Und eben auch, weil wir durch die Muskeln über den Regelkreis an die Nerven, ans zentrale Nervensystem kommen, wäre auch die Störungen auf das zentrale Nervensystem, auf die neurologische Zusammenhänge gebracht. So ist es zu erklären, warum unser Professor Diem an der Stelle zu diesem Ergebnis kommt. Das ist schon erstaunlich. Ja, weil der gesamte Bewegungsapparat ist eben abhängig nicht nur von Muskeln oder dem Skelett, sondern eben auch von der Ansteuerung durch die Nerven. Also Neurologie spielt eine Rolle, Orthopädie und natürlich auch die ganze Systeme mit den Muskeln, Bändern, Ligamente, alles, was da drin im Zusammenhang funktionieren muss. Letztendlich natürlich auch die Sauerstoffversorgung. Die muss funktionieren, also brauchen wir genügend Sauerstoff im Blut. Lunge muss funktionieren und natürlich auch unsere Ernährung muss entsprechend zusammenpassen, um einen Körper hundertprozentig funktionsfähig zu halten. Mhm. Ja. Und jede Störung, die wir bekommen von außen, wenn sie positiv ist, durch so ein Schwingungsgerät, von Vorteil. Wenn sie negativ ist, Unfall oder falsche Ernährung, dann läuft es in die andere Richtung. Mhm. Ich habe letzte Woche selber im deutschen Gesundheitsfernsehen einen ganz netten Bericht über Osteoporose gehört. Und da hat auch ein Professor gesprochen und er hat eigentlich jedem geraten, dass er schauen muss, dass die Muskulatur, dass also die Muskeln auch bei Osteoporose in Ordnung sind, dass man sich gut aufbaut, dass man viel trainiert und dass im Falle eines Sturzes natürlich, man fällt lange nicht so schnell hin, wenn man eine bessere Muskulatur hat. Aber auch wenn man hinfällt, die Muskulatur schützt natürlich auch dementsprechend. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, mit diesem Sehwerfgerät zu Hause diese Übungen zu machen und sich dementsprechend fit zu halten. Mhm. Ja, ich sage immer, gesund alt werden, das ist ja eigentlich der Schönste, was wir uns planen können. Ja. Wir können viel tun und so ein Ding da ist wirklich etwas, was meiner Erachtens sehr wertvoll ist, wenn man sich zu wenig bewegt oder auch einseitig bewegt. Ich gehe gerne ins Fitnesscenter, aber das ist auch immer einseitige Muskulaturbewegungen. Ja. Deshalb genieße ich auch das Gerät, das ich noch zu Hause habe. Aber hier vielleicht noch, das ist ja das 2.0, das ist ja die viel weitere Entwicklung als die Anfänge. Ich glaube, die Vibrationsplatten haben vor 20, 30 Jahren angefangen. Ja. Heute sind wir viel weiter, oder? Was ist das ganz Spezielle da? Also wichtig war natürlich damals die Entwicklung einer ersten Vibrationsmaschine. Professor Nazarov hatte mit den Raumfahrern Versuche gemacht, um die Muskel herzuhalten in der Schwerelosigkeit mit ganz einfachen Vibrationsgeräten. Ach, das gelang damals schon. Das war eigentlich der Initiator? Ja, das war der Initiator. Der Nazarov, ich hatte noch die medizinischen Geräte in der Klinik. Das waren die 70er Jahre, der die ersten Vibrationsgeräte und dort Versuche gemacht hat, die Raumfahrer, die eben möglicherweise über Tage oder Wochen in der Schwerelosigkeit unterwegs sind, die dort Muskel verlieren, die dann zu erhalten oder weniger Muskel zu verlieren. Mhm. Darauf bauend, das war ein großer Zufall, ich konnte den Professor Nazarov Anfang der 90er Jahre kennenlernen, über einen Sportwissenschaftler in der Pfalz. Und dann war dann eben die Idee geboren, wir bauen mal ein Vibrationsgerät.
Ja, probieren wir aus, was da passiert. In dem Vorfeld haben wir die Computertomographe gebaut und entwickelt. Und dann hat es irgendwie zusammengepasst, Osteoporose und Muskelerhalt und Knochenerhalt. Das war dann irgendwie so Symbiose, die möglicherweise zusammenpassen könnte. Dann bauen wir mal so ein Gerät. Und die ersten Versuche, die wir dann da gemacht haben, hat sich dann bewahrheitet, dass durch das Training auf so einem Vibrationsgerät tatsächlich Muskelerhalt möglich war. Da gibt es sogenannte Bet-Rest-Studie, also Bet-Rest-Studie in der Charité in Berlin. Dort wurde festgestellt, dass man mit Vibrationsgeräten bei Menschen, die bewegungslos im Bett liegen, alleine durch die Vibration die Muskulatur erhalten kann. In einer große angelegte Studie kann jeder nachlesen. Ja, aber ist ja auch logisch. Alles, was der Körper nicht braucht, baut er ab. Richtig. Aber wenn er es braucht durch die Anregung und er regulieren muss, ist es ja logisch. Und die Anregung reicht dann tatsächlich für wenige Minuten am Tag. Ja. Nur mal also die damalige Entwicklung, die wir da gemacht haben, ohne dass wir es tatsächlich wussten, nicht optimal. Ja. Die Fragestellung, die irgendwann aufkam, dass Menschen, die unser Gerät hier angewendet haben, die erste Entwicklung, über Probleme gesprochen haben, die vorher nicht da waren. Mhm. Und es darf natürlich einem Hersteller nicht passieren, dass wir mehr Schäden anrichten oder andere Schäden anrichten. Also ich möchte jetzt in Schäden nicht so deutlich hervorheben, nur also Veränderungen, negative Veränderungen im Körper sichtbar waren, die nicht sein sollen. Und in einer Studie beim Dr. Hartert in München hat man festgestellt, dass die Schwingungsgeräte, die Vibrationsgeräte, die es am Markt gibt, tatsächlich Störungen auf den menschlichen Körper geben, die nicht physiologisch gerecht sind. Mhm. Und die dürfen nicht sein, sonst können wir zwar verbesserte Durchblutung anregen, wir können auch besseren Stoffwechsel anregen, wir können auch Muskeln noch erhalten, aber wir tun eben an bestimmten Körperregionen dem Körper nichts Gutes. Ja, das habe ich auch schon gehört. Man kann auch schaden mit diesen zugünstigen Geräten. Um das zu vermeiden, waren dann unsere Forschungsergebnisse über 10 Jahre tatsächlich so, wir müssen was anderes tun. Mhm. Wir müssen die Anregung der Störung, die Störung, die den menschlichen Körper anregen, die müssen wir so legen, damit der menschliche Körper nicht negativ beeinflusst wird. Also möglichst wenig Kontraindikationen. Und das gelang uns dann mit C-Wave. Man brauchte unbedingt eine Nullposition, dass der Mensch, der darauf trainiert, sich daran gewöhnen kann. Mhm. Ja, nicht sofort in alle Richtungen gestört wird, so stark gestört wird, dass er keinen Spaß an dem Training hat. Das war das Erste. Die zweite wichtige Erkenntnis war, physiologisch gerecht die Kräfte, die entstehen, auf den menschlichen Körper einzubringen. Dazu ist es aber notwendig, dass meine individuelle Schrittbreite, meinem Körperbau, nicht entgegen meinem Körperbau auf die Maschine stelle, sondern so draufstelle, wie ich gewachsen bin. Ja? Mhm. Dann sind die Störungen, werden dann physiologisch gerecht im menschlichen Körper eingetragen. Und ganz, ganz wichtig, die Sinuswelle. Das war der absolute Durchbruch, als wir mit der Sinuswelle gearbeitet haben. Das war am Institut Bohlich in Wien, konnte man feststellen, dass dadurch die Herzratenvariabilität, das ist ein unbedingt wichtiger Parameter, dass diese Herzratenvariabilität in einer positiven positive Regel ist, damit überhaupt Therapie möglich wäre. Also ganz, ganz schlechte Stressparameter, ganz, ganz schlechte Herzratenvariabilitäten verhindern sogar die Gesundung einer Erkältungskrankheit. Ja. Ich habe da ein Video, ich möchte mal ganz kurz das mal punktuell anstellen und Zuschauer bitten, hier mal ein bisschen reinzuschauen, um was es da geht, wenn es läuft. Jetzt sollte es laufen. Genau. Also 10.000 Schritte in 8 Minuten, das ist schon einmal eine Sensation. Und wir sehen jetzt auch mal, wie das aussieht. Einfach verbessere deine Gesundheit, stimuliert das Laufen, das ist cool. Und man sieht es, dass der Mensch, wenn er trainiert, zuerst mal hinter bei einer Nullposition stehen soll. Ja. Ja. Und wenn die Maschine dann läuft. Also jetzt ist er, gewichtsmäßig gibt es ja noch Einschränkungen. 100 Kilo Menschen, 120. 300 Kilo dürfen wir draufpacken. Okay. Also wirklich für jeden Mensch super geeignet. Ja. Dann schauen wir mal, rechts, links ist unterschiedlich. Ja, das ist Seiten aller Nieren, so wie ein Mensch eben auch gehen. Jawohl. Ja. Gut, machen wir da ganz langsam weiter. Ach, ist da mit der Maus ein bisschen mühsam, sehe ich gerade, aber kriegen wir hin. Erzeugt Sinuswellen, jawohl. Ja. Dann sehen wir da. Wenn der Mensch ganz hinten auf der Nullposition steht, wird er aber hauptsächlich der Vorfuß bewegt und je weiter man nach vorne kommt an der Maschine, umso größer wird die Amplitude. Ja?
Sehr gut. Ja, man, da wird alles durchblutet, oder? Die Durchblutung wird angeregt. Nach ca. 30 Sekunden haben wir ungefähr die doppelte Flussgeschwindigkeit, was durch den Körper geht. Das heißt, die Mineralstoffe, die notwendig sind, Spurenelemente, alles, was notwendig ist, wird eben dann sehr, sehr viel mehr. Auch bei Medikamentengabe. Stellen Sie sich vor, Sie haben am Fuß unten, also wirklich am Fuß unter Schmerzen, sind immer Tablette als Schmerztablette. Woher soll die Tablette wissen, dass sie genau dort wirken soll? Die wirkt eben im ganzen Körper. Ich kann aber dann aber Regionen anregen, die besser durchblutet werden und habe dann dadurch eine viel, viel bessere Ausbeute von diesem Medikament. Gehen wir mal weiter. Aktivierung der Blutzirkulation ist logisch. Ja. Jawohl, das Blut läuft. Medikamente kommen in, Nährstoffe, Flexibilität und Balance, auch logisch. Ja, da hervorragend bei Gleichgewichtsübungen. Sehe ich gerade, ja, genau. Er läuft die Seite raus und dann wird es da auch noch stimuliert. Ja, der ganze Körper macht damit. Im Stehen natürlich sehr viel mehr, die Beine, ganz klar, bis hoch zum Brustwirbelbereich. Könnte aber auch drauf sitzen? Man kann drauf sitzen und man kann die Hände drauflegen. Ja? Mhm. Also man kann im Prinzip der ganze Körper trainieren. Anregung des Lymphsystems ist auch etwas, was man sonst ja... Eine ganz spezielle Übung, um die Lymphtraining für die Beine zu machen. Kann man im Liegen machen. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, Trainingsprogramme, die auch von Stefan Wagner immer wieder weiterentwickelt wird, weil er permanent auch im Vertrieb mit neuen anderen Erkrankungen zu tun hat, doch mehr oder weniger starke Erkrankungen, wo dann auch weiterentwickelt wird, die Auflagen, die es gibt für das Gerät. Da reden wir noch darüber. Ja. Wir gehen da mal weiter, weil ich finde, das Video hat mir so gut gefallen, weil ich da wirklich den Menschen gesehen habe. Das Nervensystem wird gestärkt. Wenn Sie jetzt sehen hier, lass es mal weiter. Ja. Wenn Sie sehen, dass die Schwingung sehr stark nach oben geht, ist eigentlich nicht ganz richtig in dem Film. Das würde passieren, wenn ein vollkommen untrainierter Mensch, der Faszienverklebungen hat, wo der Rücken sehr, sehr hart ist. Der steif. Der steif, wirklich ganz steif. Bei dem geht die Schwingung bis hoch in den Kopf. Ja. Nach kurzer Zeit mit dem Training mit unserer Maschine wird das nicht mehr der Fall sein. Gut, ja. Sehr gut. Muskulaturen werden trainiert. Jetzt stehen wir wahrscheinlich auf der Maschine auf einem höheren Bereich, also Richtung maximal, sodass tatsächlich eine sehr, sehr viel stärkere Trainingsmethodik erzeugt wird. Das empfehlen wir natürlich nicht jedem sofort, sondern nur Hochleistungssportler können dann die Maschine bis zum maximale Frequenz und maximale Amplitude ausnutzen. Und dann wird es für die meisten, wenn die so weit kämen mit ihrem Training, dann haben wir aus dem therapiewürdigen, schlechten Zustand eines Menschen tatsächlich wieder zum Spitzensportler bekommen. Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Gelingt nicht immer sofort, mit Sicherheit auch nicht sofort, aber es gelingt immer mehr, dass man die Leute tatsächlich auch teilweise, die schwerst immobilisiert sind, mit dem Rollstuhl hocken, wo Funktionen noch da sind, die tatsächlich wieder nach einer gewissen Trainingszeit wieder aus dem Rollstuhl kommen und sich bewegen können, ohne häusliche Hilfe. Wow. Das ist ja die Sache auch in dem Schwersthirnschlagpatienten in der Schlossklinik in Bad Dürheim, die zwei Geräte einsetzen, um viel, viel bessere Ergebnisse zu erreichen als mit manueller Therapie. Ich würde gerne mal kurz draufstehen, ist das okay? Gerne, mit oder ohne Schuhe? Du kannst, wie du willst. Du kannst mit Schuhe oder ohne Schuhe. Mit Schuhe. Gar kein Problem. Ich mache mal ein bisschen klein, dass die Kamera mich sieht. Kannst du mal anstellen? Genau, ja, steh mal senkrecht. Ganz senkrecht aufrecht. So, ganz also, aufrecht. Gut, dann sieht man meinen Kopf nicht mehr, aber macht nichts. Ach so, ja. Okay. Gehen ruhig. Jetzt ist dir praktisch die geringste Herzzahl. 5 Hertz ist jetzt im Moment. Und wir sagen, 17 Hertz ist so am Anfang das Ideale, du siehst, es schwingt jetzt hin und her. Ich merke es aber im Rücken nicht, ich merke es auch nicht in den Armen, ich merke es nur ein bisschen in den Beinen. Mal die Beine ganz durchdrücken, dass es richtig steif steht. Dann geht es bis zum Brustwirbelbereich. Oh, da auf die Blase! Ja, genau. Die Toilette brauchst du natürlich dann auch. Ja. Genau, okay. Also, um die Blase vollständig zu entleeren. Und wenn ich nach vorne gehe, dann wird es mehr. Deutlich mehr. Ja. Je weiter du nach vorne gehst, aber ohne die Beine spreizen zu müssen, du musst nur nach vorne gehen. Ja? Zählst jetzt meine Schritte?
Das macht es wahrscheinlich nicht. Also, das wäre dann zu schön. Aber du siehst ja, die Bewegung geht immer hoch und runter und ist sehr, sehr angenehm. Ja. Ganz wichtig bei dem Training auf der Maschine, du machst es eigentlich schon ganz richtig, dass man sich darauf bewegen sollte. Mhm. Also leichte gymnastische Übungen, die man auch aus der Schule so kennt, in jungen Jahren. Danke. Auf Zieherspitze gehe, in die Hocke gehe. Oberkörper nach vorne und zurück, seitlich bewegen, Oberkörper drehen und so. Man kann alle Übungen, die man von früher kennt, da drauf machen. Sollte man auch tun, nicht einfach stupide draufstehen. Ja, ich habe noch so Bewegung gemacht, Beweglichkeit zur Förderung, also auch so ein bisschen dehnen. Das geht immer weiter runter, weiter. Und du spürst auch selber, wenn du auf der Maschine stehst, spürst du, wo deine Problematik ist. Mhm. Und du steuerst die automatisch selbst an, sodass du im Prinzip, jeder hat sowas, Muskelverkürzungen oder einfach Faszien, das spürst du dann in dem Moment und dann tust du das auch dementsprechend auch angehen und das verlierst du im Laufe der Zeit. Das ist das Tolle. Oder entzündliche Prozesse, wenn man also entzündliche Prozesse hat, Knie, Rückenproblem oder vielleicht auch Faszienverklebungen, dann kann man sich so verdrehen auf der Maschine, bis man merkt, oh, jetzt habe ich es genau erwischt, jetzt bin ich an der Position, dort kurze Zeit verharre, aber wieder weggehe. Also dann kann man sehr, sehr schnell entzündliche Prozesse wegbekommen. Ist das Problem, meinetwegen. Im unteren Rückenbereich Schmerzen bis hoch zum Brustwirbelbereich im Stehen. Wie gesagt, man kann drauf sitzen. Dort haben wir sehr, sehr gute Ergebnisse im Bereich Stressinkontinenz. Hervorragende Ergebnisse. Oder nach Prostata-Operationen, wenn Menschen tatsächlich das Wasser nicht mehr halten können, aus irgendwelchen Gründen. Wenn die da drauf sitzen und machen auf dieser Maschine bei der entsprechenden Position, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Vorteil. Man kann durch das Sitzen in Richtung Nulllinie oder Richtung Maximallinie die Amplitude so einstellen, wie ich eben für die momentane Situation in der Lage bin, das zu verkraften für 3 oder 5 Minuten. Und in der Zeit Beckenboden Gymnastik machen und ich garantiere, ich kann sagen, dass es deutlich besser wird für jeden, bis hin zur Heilung. Mhm. Schwierig, die Heilungsaussage so zu machen, aber wir haben tatsächlich aufgrund unserer Studien, die Studien, die es gibt, und der Fallstudien, die wir haben, ca. 70-80%, die nach dieser Zeit über keinerlei Probleme mehr spreche in diesem Bereich. Ja, ich fördere letztendlich dem Körper die Chance, also ich gebe dem Körper die Chance zur Selbstheilung. Richtig, ganz genau. Es wird Sauerstoff transportiert, es werden Nährstoffe transportiert und es wird angeregt und es ist logisch. Die Muskeln werden trainiert, die Bänder verkürzen sich, das heißt, die Muskeln können wieder besser arbeiten und das eben dadurch, dass die Maschine mit 17 Hertz im bis 17 Hertz sind es therapeutische Effekte. Darüber hinaus ist eher Muskelaufbau und anaerobe Speicher zu vergrößern, also mehr Sauerstoff im Muskel aufzunehmen. Das sind dann die größeren Frequenzen bis 28 Hertz. Oder im neuronalen Bereich, da brauchen wir auch die höhere Frequenz. Aber die Frequenzen bis 17 Hertz, die therapeutisch sehr, sehr wirksam sind, da kann man Muskeln verändern, die Bänder verkürzen, sodass eben Muskeltätigkeit wieder viel, viel besser wird. Mhm. Speziell Schließmuskel, die funktionieren dann wieder. Ihr wisst eigentlich, wer auf mich zugekommen ist mit diesem Gerät zum ersten Mal? Ein amtierender Boxweltmeister, der Senat Gashi, der hat mich angerufen. Der ist total begeistert von dem Gerät. Ja. Alexander, also darüber musst du berichten, weil das ist sowas von bedeutsam. Und da hat er schwört auf das Gerät. Ja, hat den Stein ins Rollen gebracht. Und wie gesagt, habt ihr mir bei mir offene Türen eingerannt. Ja. Jetzt, meine wichtige Frage ist, man will ja nie die Katze im Sack kaufen, oder? Und bei so einem tollen, hochwertigen Gerät würde man es ja auch gerne zuerst testen. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause und sagen, hey, das interessiert mich sehr, kann ich das mal testen? Und wenn ja, wo, wie, was, wie ist da bei euch die Handhabung? Also man kann es testen, in unseren Showrooms, die wir haben, einmal in der Schweiz und in Deutschland. Ja. Einmal haben wir in Sursee die Möglichkeit, es zu testen, das ist bei Luzern. Ja. Oder wir haben in Deutschland zum Beispiel in Stuttgart die Möglichkeit, oder wir haben die Möglichkeit in verschiedenen Berlin, je nachdem, Hamburg, einfach uns anfragen und dann können wir auch sagen, wo sie es testen können. Ah, wo es ein Gerät schon hat. Wo es ein Gerät schon hat, wo man es probieren kann oder eigene Ausstellungsräume von uns. Oder aber man stellt dem Kunden das auch mal zur Verfügung. Mhm. Ja. Das kann es auch mal geben. Das kann es auch mal geben. Kann man es auch mieten, wenn ich gerade die Frage so offen stelle? Es gibt auch die Möglichkeit, es zu mieten, ja. Weil wenn man es mal testet hat, mal Monat zwei, glaube ich, da geht niemand mehr nach zurück. Also, Alexander, ich kann dir sagen, bis jetzt, jeder, der es gemietet hat, hat es gekauft. Mhm. Wir haben noch nie ein Mietgerät
zurückbekommen, weil wir müssen immer wieder neue Geräte dazu machen und die sagen dann nach 2 Wochen meistens schon, wir wollen es behalten, ja, weil die merken sofort, wie ihnen das gut tut. Ist ja keine Frage, so eine Maschine steht hier und soll therapeutisch wirksam sein, soll leistungsverbessernd wirken, hochpreisig. Es ist vollkommen verständlich, dass Menschen dann sagen, also, wo kann ich es testen, wie kann ich es testen. Dieses scheuen wir nicht, im Gegenteil. Also sehr oft ist es so, dass die Menschen, dass manche nach 3-4 Tagen schon sagen, das Ding muss da bleiben, wir geben es nicht mehr her. Und sehr, sehr oft ist es eben nach spätestens 10 Tagen soweit. Es gibt natürlich auch Therapieansätze oder Erkrankungen, da muss man etwas mehr Testzeit haben. Dafür gibt es eben dann die Mietzeit, dass man sagt, okay, ich kann mir jetzt so eine Maschine für so viel Geld nicht leisten. Ich möchte es versuchen, ich möchte es probieren, ich möchte es 3 Monate möglicherweise mieten. Da kam noch kein Gerät zurück. Also man kann aber auch sagen, was auch ganz interessant ist, 85%, 90% kauft sie. Ja. Also die sind so überzeugt, weil das auch oft, wir leben von unserer Referenzen von anderen Menschen. Wir haben Straßen, da sind 3 Geräte nebeneinander. Der eine Nachbar ist mal im Urlaub geflogen und hat gesagt, du darfst 3 Wochen haben. Nach 2,5 Wochen haben die panisch bei uns angerufen, die brauchen dringend ein Gerät, der Nachbar kommt zurück. Und daran sieht man ja, wie überzeugend es ist. Wir haben eine Straße, das sind, glaube ich, 4 Häuser nebeneinander, 4 Geräte stehen da. Das ist der Wahnsinn, ja. Also, super. Gibt es noch irgendwo eine Homepage, ein Verzeichnis, was für medizinische Indikationen eigentlich dafür sprechen würde? Kann man unter seawave.eu oder seawave.ch nachschauen. Und da sind auch sämtliche klinische Tests drin, da sind Referenzen drin. Da kann man sich sehr ausführlich über das Gerät informieren. Cool, ja. Super. Also ganz einfach kann man sagen, im Prinzip Orthopädie, Leistungssteigerung bei den Sportlern, Neurologie. Also all diese Erkrankungen von Muskelschmerzen, im Prinzip gibt es nichts, wo man sehen kann, dass es Einschränkungen gibt. Selbst bei Schwerstarthrose-Patienten können wir helfen, wir können tatsächlich Knorpel wieder aufbauen. Da gibt es eine Studie in der Uni in München, oder die läuft natürlich längere Zeit. Das kann man nicht in einem Monat oder 2 abtun. Wir können hier von ersten Ergebnissen eindeutig sagen, dass wir den Knorpel wieder aufbauen können. Schon langwierige Sache, dauert möglicherweise genauso lange, wie man Arthrose Probleme bekommen kann, dass die eben dann da auch entsprechende Zeit braucht, bis sie wieder in Ordnung gebracht wird. Aber da können wir sehr, sehr viel auch Pein von den Menschen nehmen, um eine Operation herumzukommen. Was ich persönlich fantastisch finde, wir haben jetzt sehr viele Universitäten, die das Gerät gekauft haben, weil sie so begeistert sind, die Professoren, dass sie selber Tests machen wollen, selber Studien machen wollen. Und das ist natürlich schon toll. Ne? Also das finde ich persönlich super spannend. Weißt du, trotzdem ist es noch nicht in den Köpfen. Nein. Und deshalb bin ich so happy, dass ihr jetzt da seid und es uns auch mal vorstellt. Und ich weiß gar nicht, wie ich den Zuschauern sagen kann, wie begeistert ich bin von diesen Dingen. Speziell für Menschen, die einfach wirklich zu wenig Bewegung haben, zu wenig Mobilität. Ich möchte gar nicht wissen, was das in einem Altersheim alles ausrichten könnte. Natürlich. Wo ältere Menschen wirklich zu wenig bewegen. Es gibt das Gerät natürlich auch noch mit speziellen Halterungen für ältere Menschen, ganz klar. Das ist ja jetzt das praktisch für den Normalmensch, der okay ist. Aber die Menschen, die natürlich nicht so fit sind, da gibt es ein spezielles Gangway, wo sie sich festhalten können. Das ist natürlich auch da, selbstverständlich. Okay. Wird man da alles sauber beraten, also dass man da wirklich das richtige Ding hat, dann zu Hause? Genau, in Miete oder in Kauf. Kann jederzeit bei uns in unserem Information anrufen, wird ausführlich beraten. Und wie gesagt, es gibt auch viele Privatmenschen, die auch dieses Gangway haben, weil sie halt leider nicht mehr so gut laufen können oder unsicher sind. Aber die kommen wieder weg von diesen Karren da, oder? Alexander, wir haben viele Menschen, das ist kein Witz, die von ihrem Rollator weggekommen sind. 90%, 95%. Und das hört sich jetzt so wahnsinnig. Aber es ist so. Ich könnte dir Geschichten erzählen, das ist unfassbar. Ja, und das ist ja das Tolle, dass wir das Glück haben, so viele Menschen glücklich zu machen. Und das ist eben was ganz Besonderes. Ne? Das ist einfach Wahnsinn. Ja? Und ich bin dankbar dafür, dass das Glück da ist. Ja? Ja.
Ich bin auch dankbar, dass ihr mir das vorgestellt habt. Ich bedanke mich euch ganz herzlich. Ganz gerne. Und ihr, das ist ein cooles Ding und ich weiß gar nicht, ob ich euch das wieder mitgebe. Da reden wir noch darüber, liebe Zuschauer. Will ich vielleicht das noch ganz zum Schluss doch nochmal eingreifen. Es gibt natürlich verschiedene Größen auch. Also es gibt natürlich, es geht los bei einer kleinen Maschine, die nennt sich Home. Ja, das ist für jeden zu Hause ist ein kleines Gerät. Das ist noch kleiner? Ja, das ist ein kleines Gerät, aber es ist voll funktionsfähig, genau wie dieses Gerät. Hier haben wir zusätzliche Bewegungen drin, um das Sprunggelenk noch besser zu eine Wobbelfunktion. Hier ist eine Wobbelfunktion drin, die einzigartig gibt es nirgends. Ganz, ganz wichtig für unser Sprunggelenk. Auch für die gesamte Bewegung, weil wir ja nicht nur so gehen, sondern auch seitlich die Bewegung alle machen müssen. Diese Störungen an diesem großen Gerät werden zusätzlich erzeugt, kann ja bei dem kleinen Gerät durch bestimmte Bewegung auf dem Gerät genauso erreicht werden. Mhm. Und da haben wir immer günstige Einstiegsvariante mit dem Home-Gerät und es geht halt über das Basic-Gerät bis hoch zum C-Wave Plus mit Gangway, wo dann im Prinzip jeder damit trainieren kann. Selbst Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die fest im Rollstuhl sitzen. Ich hatte vor 3 Jahren ich weiß nicht, ob ich so sagen darf, das Vergnügen, jemanden kennenlernen zu dürfen, der im Rollstuhl sitzt und dort eigentlich sitzen bleiben sollte, laut Ärzteschaft, eine hereditäre sensorisch-motorische Neuropathie hatte und die urplötzlich aufgetaucht ist. Ich hatte nicht verstanden, warum die so urplötzlich auftaucht und so manifestiert da war. Ich kann das belegen mit Filme, die wir gemacht haben darüber. Der saß im Rollstuhl, war beim ersten Mal auf der Maschine. Wir haben ihn aus dem Rollstuhl rausheben müssen, um auf die Maschine zu bringen. Er konnte dann mit Hilfe darauf stehen. Und 14 Tage später, 2 Wochen später, das ist exakt, ich kann das belegen, mit Beispiel 2 Wochen später geht er die Treppen runter, alleine, mit einem Paket in der Hand. Wir hatten exakt die Position, die eben durch Plugs durch Eiweißmoleküle, die sich in der Synapse festgelegt hat, haben die Synapse lösen können, die Durchgängigkeit wieder lösen können. Wir konnten die Hormone wieder in Bewegung bringen und dadurch war diese hereditäre sensorisch-motorische Neuropathie nicht geheilt, aber wir konnten zumindest die Durchgängigkeit wiederherstellen, sodass der gehen konnte. Ja? Sobald er das Training unterbrochen hatte, wurde es wieder schlechter. Aber mit jedem Training wurde dann der Zeitfaktor, wo es wieder schlechter wird, größer. Kann ich belegen. Ich habe gesehen, es gibt ja auch noch ein Kissen da drauf. Ja. Für welche Zwecke ist denn das eigentlich gedacht? Das ist gedacht für den Beckenbodenbereich. Also wenn jemand drauf sitzt, dass er bequemer sitzt, wenn er drauf kniet. Es gibt ganz viele verschiedene Matten, wo du alle möglichen Übungen machen kannst. Du kannst den Rücken trainieren, du kannst die Knie trainieren. Es ist übrigens, ich darf da keine Namen nennen, auf diesem Gerät oder aufs baugleichen Gerät schon große Fußballpersönlichkeiten draufgestanden, die Sprunggelenksverletzungen hatten. Darf die Namen jetzt nicht sagen, aber es geht ihnen sehr gut. Die spielen wieder sehr gut Fußball, weil halt das Gerät in der Lage ist, gerade das Plus durch diese Wobbelfunktion sehr intensiv auf das Sprunggelenk einzuwirken. Aber nochmal zu deiner Frage, diese Matten sind halt auch sehr beliebt, weil ganz viele Menschen haben Beckenboden, Frauen zum Beispiel nach Kinder sehr oft Inkontinenzprobleme. Die können sie natürlich auf dem Gerät auch sehr, sehr gut verbessern. Prostata, er hat es schon gesagt, Prostata-Massagen. Wir wissen aus Kliniken, dass die Ärzte die Patienten da draufsetzen lassen und die haben da sehr, sehr gute Erfolge. Und da ist natürlich, diese Matten sind dann sehr bequem. Auch bei Lymphen zum Beispiel, wenn du liegst, dann kannst du tiefer liegen und die Beine sind dann höher. Das kann man alles übrigens auch auf der Homepage sehen. Es ist ja heute noch eine Ärztin da, die ich noch später interviewen werde, die ja auch eine Studie gemacht hat zu Parkinson-Patienten. Genau. Sie hat die Frau Dr. Zeise-Süß, den Namen kann man ja nennen an der Stelle, die haben uns zufällig kennengelernt. Sie hat was gemacht in Parkinson-Entwicklung, Forschung betrieben. Ja, sie hat sich dann nach ihrer offiziellen Tätigkeit ist das Steckenpferd von ihr, sich einfach dort Forschung zu betreiben. Und ich mache ja das auch permanent. Immer wieder Forschung zu betreiben. Was können wir noch tun? Und manchmal ist dann einer zu wenig, da brauchen wir mehrere. Und wir haben uns dann kennengelernt. Und jetzt geht es in eine Richtung, die sehr, sehr interessant wird.
Wir wissen noch gar nicht so richtig, wo das Ende ist oder wo der Einstieg ist. Ich glaube, wir sind jetzt auf der richtigen Strecke. Wenn wir in irgendeine Sackgasse rennen, dann müssen wir natürlich wieder irgendwie rauskommen. Aber da brauchen wir dann eben sehr, sehr viele Gespräche im Bereich der Professoren, alle möglichen medizinischen Bereiche. Und das tun wir auch gerne. Deswegen freut es mich, dass auch die Frau Dr. Zeiss-Süß da ist. Die darüber berichten kann, welches Erlebnis sie mit unserem Gerät hatte. Ich strecke diese Sendung gerade also auf eine Doppelsendung, weil es gerade noch so wichtig ist. Ja. Du hast vorhin noch gesagt, von 1 bis 17 Hertz ist der Bereich, wo man die Muskulatur und den Körper trainiert. Genau, entspannt, wo man sich entspannt. Wo man übrigens auch hochinteressant, wir wissen halt vieles von unseren Kunden. Ne? Und wir haben auch Kunden mit Migräne. Und die sagen zum Beispiel, wenn sie mit 17 Hertz da draufstehen und Migräne haben, das würde ihnen wesentlich helfen. Kann man jetzt nicht für jeden sagen. Mhm. Ich kann nur sagen, was die Kunden zu uns sagen. Sammelt ihr diese Informationen, wo man irgendwo abfragen kann? Ja, die sammeln wir. Die kann man in Zukunft auch sehen. Wir sind halt viele Dinge, wo wir halt immer wieder staunen und sagen, wie ist das möglich? Wir haben zum Beispiel Psychologen, die sagen, der hat Patienten, der sagt, die sind dann positiver. Ja? Das liegt an den Glückshormonen, die wahrscheinlich ausgeschüttet werden, ne? Weil die Menschen halt zu Depressionen neigen. Ne? Und all diese Dinge, da staunt man immer wieder, was man so hört. Ich kenne eine Geschichte, die ist hochinteressant, ich möchte doch schnell erzählen. Das ist nicht weit weg von unserer Firma. Da war ein Herr, beziehungsweise seine Tochter hat bei uns angerufen und sagt, mein Vater, der sitzt nur noch im Stuhl, der kann nicht mehr laufen. Der macht nichts mehr, der kommt keine Treppe runter. Habt ihr nicht irgendwie ein Laufband für ihn oder so? Und dann hat es ein Vertreter mir gegeben, habe ich dann mit der Dame gesprochen und gesagt, was will der mit dem Laufband? Der fliegt ja hinten gleich wieder raus, weil der kann damit ja gar nichts anfangen. Habe ihm gesagt, aber ich komme mal selber vorbei, bring mal ein Gerät mit. Und dann habe ich das C-Wave mitgebracht. Der Herr war 78 Jahre alt, sehr, sehr netter Mann, sehr korpulent. Und dann habe ich gesagt, jetzt stellen Sie sich mal da bitte drauf. Ich hatte auch ein Gangway dabei, wo er sich festhalten kann. Der Mann hat sich da drauf gestellt, du konntest richtig schauen, wie der gestrahlt hat, wie der, ich kaufe das, das geht nicht mehr raus. Der Mann hat das Gerät gekauft und regelmäßig trainiert. Und ich schwöre dir das, nach einem halben Jahr sind seine Frau und er mit dem Auto zu uns gekommen und sie haben gesagt, ja, sie sind jetzt gerade vom Bodensee gekommen, sie sind dort gelaufen, weil wir laufen jetzt sehr viel. Der Mann der war mir so dankbar, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich meine, ich habe ja nichts Besonderes gemacht, ich habe mir schlicht und einfach nur das Gerät verkauft. Ja, steht aber, drauf, muss er immer noch selber, ja, oder? Ja, genau, aber das Tolle ist halt, und das fällt uns immer wieder auf, Menschen sind faul und die Menschen möchten eigentlich nichts tun, am besten sich nur draufstellen. Und das Tolle ist, hier müssen sie nur draufstehen und das Rest macht das Gerät. Muss ein bisschen Bewegung machen, aber das ist eben was, wo ganz, ganz viele, wie oft komme ich in Privathaushalte, das sind die schönsten Fitnessstudios eingebaut, aber die Leute machen es nicht, weil sie doch keinen so Bock haben. Ne? Ja. Also das könnt ihr auch vor dem Fernseher machen. Ja, ne? Ganz viele, was meinst du, wie oft das im Wohnzimmer steht? Wir haben Übungen, die gehen eine Stunde. Ja? Ja. Bei Lymphdrainage zum Beispiel dauert es tatsächlich eine Stunde. Das kann man das Gerät, sich eine vernünftige Sendung aussuchen im Fernseher. Und legt man die Beine drauf und schaut dann Fernsehen nebenher. Genau. Und dann ist nach einer Stunde, möglicherweise schlafen die aber vorher ein, weil sie entspannt sind, tief entspannt. Du hast jetzt gerade ein Lymphprogramm erwähnt, wo eine Stunde geht mit diesem Gerät. Ja, ja. Nicht 8 Minuten, so das wäre eine Stunde. Wie komme ich denn auf dieses Wissen jetzt wieder? Ach, Lymphe könnte ich auch noch machen. Muss ich mich am Boden legen, Füße rauf, 17 Hertz oder was? Gibt es eine Anleitung? Es gibt natürlich, also für diese entsprechende Erkrankung, gibt es dann von direkte Beratung, entweder von mir oder vom Herrn oder vom Stefan oder auch von unseren anderen Vertretern. In den allermeisten Fällen ist es eben so, dass man für die Menschen, die Erkrankungen haben, selbst wenn es dieselbe Erkrankung ist, also beispielsweise Knieprobleme, Arthrose, habe ich trotzdem bei 3 verschiedenen Personen 3 unterschiedliche Programme möglicherweise. Aber die Basics sind es gleich. Ja. Und bei der Lymphdrainage war es einfach so, Dr. Hallert in München arbeitet als Physiotherapeut mit angeschlossener Orthopädie als Praxis. Andersrum eigentlich, die hatte Orthopädie-Praxis, wo seine Frau und er als Orthopäde arbeiten und zusätzlich eine Physiotherapie, die ausschließlich mit Vibration, da muss ich tatsächlich sagen, Vibration, weil die früheren Geräte dort stehen, von uns oder auch von anderen Herstellern, aber in jüngster Zeit nur noch C-Wave.
mit diesen Schwingungsgeräten, mit den Vibrationsschwingungsgeräten ausschließlich arbeitet und alle möglichen Erkrankungen wegkriege. Dort wurde dann erforscht, dass die Lymphdrainage eben tatsächlich im Liegen funktioniert, mit der entsprechenden Auflage von diesem Mattenset. Trainingszeit sollte mindestens 30 Minuten gehen, damit die Lymphe auch tatsächlich entsprechend leer wird und das Wasser sich dort rauslöst. Besser eine Stunde. Das kann man eben durch Versuche an verschiedene Probanden erleben. Dann wollte ich noch was zu den Frequenzen sagen, also 5 bis 28 Hertz. Warum diese 17 Hertz? 17 Hertz hat eben auch eine deutliche Forschung ergeben, dass bis 17 Hertz Frequenz auf der Maschine das zentrale Nervensystem in der Lage ist, die Beuger- und Streckermuskulatur wechselseitig einzuschalten. Ja, wenn man höher geht mit der Frequenz, 18, 20 Hertz, dann gibt es einen Dauertonus. Das heißt, Beuger- und Streckermuskulatur schalten beide gleichzeitig ein. Dann gibt es einen Dauertonus. Und dieser Dauertonus führt dann dazu, dass die anaerobe Speicher, die Speicher, die mit Sauerstoff gefüllt sind, länger funktionieren, also dieser Sauerstoffspeicher größer wird. Das bedeutet, man kann länger ohne Sauerstoffzufuhr größere Strecke gehen oder sogar rennen. Man kennt vielleicht diese Schaufensterkrankheit, wo man nach 3 Schritten wieder stehen bleiben muss und wieder atmen muss, damit man wieder zu Sauerstoff in die Muskulatur kommt. Durch dieses Training mit erhöhter Frequenz kann ich eben diese Sauerstoffspeicher wieder größer machen. Mhm. So, die untere Frequenz von 5 bis, sagen wir mal, 12 Hertz ist eher so Massageeffekt, so Entspannung. Aber auch ganz, ganz wichtige Faktoren, zum Beispiel Iliosakralgelenk im unteren Rückenbereich kann ich hervorragend damit lösen, wenn ich nur mit 5 bis 8 oder maximal 10 Hertz trainiere, aber mit hoher Amplitude dann. Das sind alles solche Trainingsprogramme, die kriegt jeder von uns exakt beschrieben und bei speziellen Fällen gibt es ein Trainingsprogramm genau zugeschnitten auf den Patient. Wow. Was noch nicht ganz klar ist, ich bin gesund, habe nichts, finde aber das total logisch und muss ich haben. Habe jetzt aber keine irgendwelche gesundheitlichen Indikationen. Ja. Sollte ich aber jetzt zum Beispiel irgendwo doch mal irgendwie ein Bedürfnis haben, muss man dann anrufen und sagen, du, ich habe das Indikation, was wäre das Programm dazu? Oder gibt es ein Verzeichnis? Es gibt auch eine Art Verzeichnis bei uns, ja. Aber ich muss dazu sagen, es gibt so viele, die eben keine Krankheit haben, die das haben. Ich kann da ein gutes Beispiel nennen. Wir haben extrem viel Golfer zum Beispiel. Und wir haben unter anderem auch einen Golfmanager, den Namen möchte ich nicht nennen, aber er ist ein Manager gewesen von ganz berühmten Boxern und er hat ein Gerät in Hamburg gekauft und hat da fleißig drauf trainiert und auf einmal hat er das Golfturnier gewonnen und hat dann angerufen, beziehungsweise seine Frau hat angerufen und gesagt, das ist unfassbar, mein Mann hat das Golfturnier gewonnen und er schwört drauf, dass er das wegen dem Gerät, habe ich gesagt, ja gut, kann ich mal, wenn Sie das sagen, dann glaube ich Ihnen das, ja, aber wir brauchen das jetzt unbedingt auch in Mallorca in unserem Haus, zack, haben Sie ein zweites Gerät gekauft für Mallorca und wir haben extrem viel Golfspieler, die uns das am Telefon sagen, die sagen, sie spielen viel besser Golf. Ja, die gesamte Konstitution ist besser. Ja. Aber die Abläufe sind besser. Die Seitengleichheit wird besser. Ja. Jeder Spitzensport, wir haben in Friedrichshafen bei der Volleyball-Nationalmannschaft Ergebnisse erzielt in der Leistungssteigerung, die sind nicht Doping, im Prinzip Doping. Ja? Aber legales Doping, da muss man nichts einwerfen. Ja. Ja, weder Zahnpasta noch sonst irgendwas. Ja. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele orthopädische Operationen wir eigentlich sparen. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das ist also, zum Beispiel auch das Tolle, das haben wir auch noch nicht gesagt. Wir haben auch sehr viele Menschen, die zum Beispiel künstliches Hüftgelenk oder ein Kniegelenk haben, die dürfen auf diesem Gerät trainieren, ohne Probleme. Da müssen wir mit den Kontraindikationen vielleicht nochmal drüber reden. Stimmt, ja, genau. Da hatte ich doch noch etwas auf diesem Video gesehen. Ja. Da möchte ich nochmals raufgehen. Da kam nämlich ganz am Schluss etwas. Lass es noch laufen. Trainieren auf kleinstem Raum. Alles gut. Fitnesstraining, Gehirnstimulation, großartig. Und jetzt kommt es dann. Da unten. Da. Und das fand ich wichtig. Ach, super, kann man gar nicht lesen. Aber in der Schwangerschaft? Also Schwangerschaft soll man es eben... Also es gibt im Prinzip verschiedene Kontraindikationen, die man auch ansprechen muss. Wir speziell als Hersteller müssen natürlich da auch vorsichtig sein mit unseren Heilungsaussagen. Was aber eindeutig klar ist, gesunde Menschen werden hier keinen Schaden nehmen.
Ja. Auch mit längerer Zeit Training. Die Störungen auf den menschlichen Körper sind physiologisch gerecht. Wir haben eine Sinuswelle, stört den menschlichen Körper nicht. Jeder kann seine Amplitude frei wählen. Längeres Training bedeutet eben mehr Stress. Stress auf den menschlichen Körper, also Störungen auf den menschlichen Körper. Auch langes Gehen, langes Rennen bedeutet Stress. Es könnte zu Muskelkater führen. Ja? Muskelkater ist auch unter Umständen unter die Erkrankung. Ja, der Körper muss reparieren, aber sie kommen auf ein höheres Niveau. So. Was man natürlich ganz klar sagen muss, wenn man hochschwanger ist, sollte man möglicherweise das Gerät nicht mehr nutzen. Ja. Davor sitzen, nur die Beine auflegen oder mal die Hände auflegen. Ja, klar, kann die Lymphstau und so, ja, Wasser aus den Beinen und also so. Das ist natürlich schon möglich. Aber wenn man als Hochschwangere können wir nicht empfehlen, da drauf zu stehen. Ja, es gibt keine Untersuchung, keine Studie. Ja, nee, aber wollte man, also das ist ganz klar, das darf man nicht, das sollte man nicht tun. Mhm. Jeder ist natürlich dann sich selber überlassen, ob er es dann trotzdem tun möchte. Aber wir können es als Hersteller nicht empfehlen. Weiterhin, natürlich ganz klar, wenn eine frische Fraktur vorliegt, stehe nicht auf die Maschine. Es sei denn, ich habe Handbruch, da kann ich natürlich schon auf die Maschine stehen. Ja, aber mit den Händen dann eben nicht draufgehen. Und was ganz wichtig ist, obwohl Ärzte sagen, dass wir durchblutungsfördernd selbst Thrombus auflösen können, ist eine Kontraindikation, sind Verschlüsse, also Thromben, das sollte man nicht auf die Maschine stehen oder eben mit Rücksprache vom Arzt, weil die Durchblutung, die Mikrozirkulation, die Durchblutung, die dort angeregt wird, sorgt dafür, dass der Thrombus weniger wird. Mhm. Aber er sollte sich eben nicht lösen, weil er sonst irgendwo stecken bleibt. Deswegen dürfen wir als Hersteller nicht empfehlen, die Maschine zu benutzen, wenn man Thrombus gefährdet ist. Mhm. Ja. Oder eben dann mit ärztlicher Rücksprache. Mhm. Oder sich einen Arzt suchen, wo so ein Gerät steht, der das dann bewusst macht, mit entsprechendem Trainingsprogramm. Es gibt genügend, die das tun, wo man solche Thromben dann auch wieder wegkriegt. Und dann, wenn man das einmal hinbekommen hat, dann regelmäßig trainiere und dann führt es zu keinem Verschluss mehr. Mhm. Ja, verständlich. Ja. Ja, zum Beispiel, auch ein gutes Beispiel, kann ich selber sagen, weil ich habe ja auch unter Krampfadern gelitten. Wenn du regelmäßig auf dem Gerät stehst, werden deine Krampfadern auch früher oder später verschwinden. Da hören jetzt ganz viele Damen natürlich Aufmerksamkeit zu, oder? Ja. Zellulite? Zellulite ist auch ein Riesenthema. Da hast du gute Erfahrungen mit verschiedenen Frauen gehabt. Hauptsächlich Frauen betrifft es eben. Ja. Ja. Uns Männer, wir sind da. Also Zellulite und Krampfadern. Diese Besenreise auch, die oberliegen, vielleicht diese blaue Äderchen. Ja, ja. Du musst dir vorstellen, das Blut wird ja, deshalb kribbelt es ja auch ein bisschen, ne? Weil auf einmal die ganzen kleinen Blutgefäße werden ja auf einmal wieder durchblutet. Mhm. Ne? Und das spürst du, das kribbelt dann ein bisschen, je nachdem, was du für eine Herzzahl hast. Und dementsprechend werden die Dinge natürlich auch abgebaut. Ja? Extrem logisch. Ja. Immer das Gleiche, oder? Ja. Es heißt ja, Zeolite ist ja eine Ablagerung von Müll des Körpers ins Bindegewebe. Ganz genau. Und deshalb kommt es dazu. Ja. Also wir müssen nur das Bindegewebe, die Durchblutung anregen. Ja, dann wird es rausgeflossen. Und dann fließt es raus. Es löst sich dann. Da muss ich dann aber auch bereit sein, täglich an die Leistungsgrenze zu gehen, diszipliniert ranzugehen, möglicherweise mindestens fünf Tage in der Woche zu trainieren. Gibt's viele Frauen. Mit unterschiedlichen Frequenzen. Und wenn man dann aber den Schwung hat, das, und man bekommt dann die Stelle, wo es nach aufwärts geht, dann geht's rasend schnell, dass sich diese Bindegewebsschwäche tatsächlich löst. Ja. Es gibt natürlich Probleme. Trainieren, hast du gesagt? 5 Minuten Minimum, besser. Ist ja nichts. Ja. Mein Gott. Ja, keine Zeit. Sie können sich nicht vorstellen. Du kannst dir nicht vorstellen, Alexander, wie selbst 5 Minuten für manche Menschen aus dem Tag nicht weg zu dass die 5 Minuten Zeit finden für so ein Training. Nee, die haben das noch zu tun. Sie würden es viel besser können. In viel kürzerer Zeit wäre sie gut trainiert, hätte sie weniger Schmerzen. Ja. Mich wird immer gefragt, ja, kann ich dann, wie war die Frage, kann man abnehmen? Ja, und? Ja, natürlich kann ich abnehmen. Ich nehme das Gerät hoch und gehe ums Haus. Nein, aber das wäre eine Möglichkeit. Ja. Richtigerweise muss man ganz klar sagen, das bloße Draufstehen auf der Maschine bedeutet ganz wenig Verbrauch von Energie. Aber dadurch, dass ich eben beweglicher bin,
fällt mir das Gehen leichter, fällt mir das Rennen leichter, ich kann größere Strecke gehen, es fällt mir vieles leichter und dadurch habe ich natürlich einen höheren Umsatz. Oder aber ich nehme Gewichte in die Hand. Das kann ich auch tun. Also ich kann das natürlich beschleunigen, das abnehmen auf dem Gerät, dann nehme ich Gewichte in die Hand oder ich nehme so eine, es gibt ja solche Westen, weißt du, solche Gewichtswesten und dementsprechend habe ich natürlich noch mehr Power auf dem Körper und nehme natürlich dann ab. Ja. Das ist aber dann tatsächlich das Training auf dem Gerät. Ja. Also das Training als solches sorgt dann dafür. Natürlich hast du aber durch die Maschine hier an der Stelle höhere Reibung in der Muskulatur, der Muskel wäre größer und dann habe ich auch schon einen Grundumsatz. Klar. Aber da vielleicht ein Zehntel von dem, was ich tatsächlich verbrauchen würde, wenn ich mich richtig bewege, meinen Stoffwechsel anrege. Mhm. Aber ich kann den Stoffwechsel tatsächlich auch besser anregen. Wenn ich Lust habe zum Gehen, gehe fort, habe ich Schmerzen, bleibe lieber auf der Couch sitzen und schaue Tagesschau oder was sowas. Was noch interessant ist, ist ja der Stress-Test in Wien zum Beispiel, erzählt das auch. Serotonin. Die ganzen Hormone werden angeregt. Wir sind gerade dabei, Studien vorzubereiten, um zu verstehen, was die Hormone insgesamt, die ca. 100 Hormone, die im menschlichen Körper zu finden sind, was die miteinander, untereinander, jedes für sich im Zusammenhang mit Verdauung bis hin zur Beweglichkeit, bis hin zur Neurologie, was die bedeutet. Dopamin beispielsweise, weiß man jetzt, das ist auch eine Erkenntnis, das habe ich entwickelt oder ich entdeckt. Dopamin wird nicht, das Dopamin wird weniger hergestellt, sondern das Dopamin wird weniger durch die Nervenbahnen angeregt, weil es anscheinend weniger benötigt wird. Also Dopamin wird im Hirn zwar produziert, aber nicht im Überfluss, sondern nur so viel produziert, wie abgerufen wird, was der menschliche Körper braucht. Mhm. Das ist aber auch tatsächlich auch eine ganz, ganz wichtige natürliche Eigenschaft, die in der Evolution ganz wichtig war, dass nicht alles im Überfluss produziert wird, weil es ja Energie kostet. Energie bedeutet, muss ich zuführen. Also ich muss alles, was ich unnütz produziere, muss natürlich auch als Nahrung wieder in den menschlichen Körper kommen, damit die Energie zur Verfügung steht. Also das ist vielleicht auch der Schlüssel, weshalb Parkinson-Patienten so erfolgreich damit gehen. Genau, der Schlüssel. Man braucht das Dopamin, um zu übertragen. Ja. Wenn aber die Übertragung gestört ist in der Synapse durch Eiweißmoleküle, die als Plugs sich dort ausbilden und dann das Dopamin nicht mehr übertragen werden kann, dann heißt es für die anderen Botenstoffe, die es im Hirn mitteilt, wir brauchen nicht so viel Dopamin. Dann wird es in dieser Teufelskreis immer größer. Ja? Immer wir müssen zum Ende kommen, aber letztendlich entstresst es auch. Ja, extrem spannende Geschichte, die man dort aufgreifen muss. Und da arbeitet man ja mit verschiedenen Universitäten zusammen. Sehr viel in Süddeutschland, aber auch in ganz Deutschland, sogar weltweit, die da Interesse haben, dort viel, viel mehr noch zu machen. Also Entstressung habe ich natürlich jetzt auch gehört, letztendlich über diese Barometer und so. Damit eignet sich so etwas auch einmal für eine Firma. Ja, klar. Letztendlich ja, irgendwo in die Cafeteria zu stellen und seinen Mitarbeitern da 5 Minuten ganz Wellness viel zu gönnen. Oder? Ich will noch ganz kurz noch eine lustige Geschichte erzählen. Wir hatten im Dezember oder im November in Zürich am Bahnhof so eine Ausstellung, so eine Messe und da war es ziemlich kalt. Und wir haben uns dann alle zwischendrin immer auf das Gerät gestellt. Und obwohl wir ja wirklich trainieren und durch das Gerät wird ja die Füße warm, Gott sei Dank. Und wir haben jedenfalls zum Schluss wahrscheinlich, die Messe ging 10 Stunden, also hat jeder ungefähr eine Stunde auf dem Gerät. Nach 3 Tagen haben wir alle Muskelkater gehabt. Das war nur als lustige Geschichte. Aber nicht gefroren, hä? Nein, wir haben nicht gefroren. Das ist eben, weil Menschen, die kalte Füße haben, stehen auch sehr gern da drauf. Ja. Ist klar, weil du natürlich die Durchblutung anregst. Ne? Wir haben extrem hohe Durchblutung. Also Übungen, die man auf der Maschine macht, kalte Hände, 5 Minuten drauflegen, nur die Hände draufstehen. Extrem war. Ja. Mit der Karpaltunnel-Syndrom, also die da taube Hände haben, 5 Minuten Training, weg. Ja. Also wir haben sehr viel angerissen jetzt gerade und es ist kaum zu glauben, aber alles logisch, wenn der Körper in die Lage versetzt wird durch eine erhöhte Durchblutung, durch Reize letztendlich zu reagieren und letztendlich einen Selbstheilungsprozess auszulösen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, habe ich schon öfters gehört und es ist mir durchaus bewusst und bekannt, dass diese Reaktion und diese
diese Anregungen tatsächlich stattfinden und dass man da wirklich eine segenreiche Behandlung sich selber gönnen kann. Aber draufstehen müssen Sie immer noch selber. Und wenn Sie noch kritisch sind, dann nutzen Sie vielleicht doch auch mal die Idee, die wir gerade gehört haben, dass man sie auch testen kann. Nicht die Katze im Sack kaufen, testen Sie es. Und wenn Sie selbst davon überzeugt sind, dann haben Sie etwas in der Hand, um wirklich für körperlich, für Nerven und für den Bewegungsapparat generell und für die Hormone und für die Glückshormone und Stimulation vom Hirn so vieles Gutes zu tun, um wirklich hier einen Beitrag zu leisten, um gesund alt zu werden. Das ist mein Wunsch an Sie und danke ganz herzlich euch beiden, dass ihr mir das vorgestellt habt. Sehr, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, da habe ich immer wieder Freude, wirklich Freude, die Moderation zu machen. Wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, stehen wir gerne zur Verfügung. Auch da brauchen wir mit Sicherheit ein ganzes Wochenende dazu. Genau. Wir bleiben am Ball und ich hoffe, wir konnten hier einen wunderbaren Stein ins Rollen bringen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch hier auf Wikisana, alle Sendungen für Sie zusammengestellt, werbefrei. Und hier unten haben wir den Button zu YouTube, unserem Kanal. Bitte abonnieren Sie auch den. Und hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an interessanten Sendungen. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.